Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dieses Video gehört zum Adventskalender Wir machen Weihnachten und ich bin somit Türchen 22. Wir häkeln heute zusammen eine Meerjungfrauendecke, das wurde sich verdammt oft gewünscht. Und am Ende werde ich die Decke auch verlosen und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Du brauchst für die Meerjungfrauendecke wirklich sehr viel Wolle und ich würde dir empfehlen, sogar noch dickere Wolle zu benutzen als ich. Ich habe eine Stärke 5 genommen, aber wenn du dich nicht so lange damit abmühen möchtest, dann benutze wirklich noch dickere Wolle. Gut, also, du beginnst mit 30 Luftmaschen. Du kannst natürlich auch mit mehr anfangen oder mit weniger, das ist ganz dir überlassen, aber benutze 10er Schritte. Dann noch 3 extra Luftmaschen. Und dann häkelst du in jede Masche ein Stäbchen. Du machst also einen Umschlag, stichst in die dritte Masche von der Nadel aus ein, ziehst es durch die ersten beiden Schlaufen und die letzten beiden Schlaufen. Und das machst du bis zum Ende und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. In die letzte Luftmasche häkelst du insgesamt 4 Stäbchen, denn wir wollen unten weiter häkeln und dafür müssen wir ja eine kleine Kurve schaffen, damit das Ganze eben gerade ist. Das letzte Stäbchen setze ich meistens schon nach unten, das heißt, ich versuche den Knoten dann halt in der Mitte zu haben. Und dann häkelst du unten auch nochmal in jede Masche ein Stäbchen. Ich hoffe, du kannst es hier gut erkennen. Und am Ende werden wir wieder ein paar mehr Stäbchen häkeln. Also in die letzte Masche, die übrig ist, häkelst du noch 2 weitere Stäbchen. Die Runde beenden wir dann mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche bzw. in die dritte Luftmasche von den 3 Luftmaschen. Holst also den Faden und ziehst dann den Faden. Dann machst du wieder 3 Luftmaschen, das ersetzt sozusagen immer unser erstes Stäbchen. Und häkelst jetzt direkt da in das Loch noch ein Stäbchen. Das ist unser erstes V. Und jetzt häkelst du in jede zweite Masche 2 Stäbchen. Du lässt also immer ein Stäbchen aus, häkelst 2 Stäbchen. Und das machst du wieder bis zur letzten Masche. Am Ende angekommen, machst du wieder eine Kettmasche. So beendest du jede Runde. Dann wieder 3 Luftmaschen und ein Stäbchen direkt da in das Loch. Und jetzt häkelst du in jedes V 2 Stäbchen. Das sind übrigens die Runden, die sich jetzt immer wiederholen, also die dritte und die vierte. Die vierte zeige ich dir gleich und wie es weitergeht, wenn du bei der Kurve angekommen bist, zeige ich dir auch gleich. Bei der Kurve angekommen häkelst du in der Mitte, das kannst du hier ja noch ganz gut erkennen, 3 Stäbchen in das V. Das ist sozusagen die Zunahmerunde. Und das machst du dann auch nochmal am Ende. Und dann geht es ganz normal weiter. Du häkelst in jedes V 2 Stäbchen. Und du beendest das Ganze auch wieder mit einer Kettmasche. Jetzt kommt die vierte Runde. Du häkelst also wieder 3 Luftmaschen, machst ein Stäbchen in das Loch direkt und häkelst jetzt wieder in jedes V 2 Stäbchen.
Wieder bei der Kurve angekommen, hast du ja die drei Stäbchen und auch da häkelst du um beide Löcher jeweils zwei Stäbchen. Ansonsten geht es ganz normal weiter. Und jetzt häkelst du sozusagen wieder die dritte Runde. Du häkelst also in jedes V zwei Stäbchen. Und bei der Kurve angekommen, zeige ich dir gleich, wie es weitergeht. So, bei der Kurve angekommen haben wir jetzt ja die zwei V direkt nebeneinander und in das erste häkelst du ganz normal zwei Stäbchen. Und in das zweite häkelst du wieder drei Stäbchen. Das ist also die Runde der Zunahme. Und das machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit, bis dir das Stück breit genug ist. Und wenn dir das Stück breit genug ist, dann häkelst du nur noch die vierte Runde. Also in jedes V zwei Stäbchen. Ganz simpel. Damit kann man übrigens auch super Einkaufsbeutel häkeln. Oder Taschen. Hier zeige ich dir das nochmal. Du siehst es ja, es wird dann immer breiter. Und das machst du einfach so lange, bis dir das Teil breit genug ist. Es ist also immer die dritte und die vierte Runde. Die dritte und die vierte Runde. Und wenn dir das Stück breit genug ist, dann häkelst du nur noch die vierte Runde. Das heißt, du häkelst in jedes V immer zwei Stäbchen, bis dir das Teil lang genug ist. Hier nochmal siehst du hier, wie die drei Stäbchen drin sind. Du häkelst dann also, wie gesagt, in beide Löcher zwei Stäbchen und in der nächsten Runde wäre es dann wieder in das zweite von den zwei Vauen drei Stäbchen. Hier kannst du das auch noch mal sehen, wie das dann aussieht. So, und wenn dir das Stück lang genug ist, ich kann es hier natürlich in der Kamera schlecht komplett zeigen, dann habe ich, das musst du nicht machen, aber habe ich, du beendest halt die Runde wieder mit einer Kettmasche. Und da ich da den Farbwechsel reinmache, zu weiß, hole ich mir dann, wenn ich die beiden Schlaufen auf der Nadel habe, das Weiß. Und dann mache ich eine Luftmasche und häkel ein paar Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Das ist aber ganz dir überlassen, du kannst da machen, was du möchtest. Wenn du das dann hast, dann beendest du das Ganze wieder mit einer Kettmasche. Du holst dir also den Faden und ziehst die Schlaufe durch die Schlaufe. Dann schneidest du den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. So, jetzt kümmern wir uns noch um den Schwanz der Schwanzflosse. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da kannst du natürlich die Größe für dich auch wieder selber entscheiden. Ich habe bei der eigentlichen Decke mit 40 Luftmaschen gearbeitet. Hier, um es zu zeigen, mit 20, weil es dann einfach schneller geht. Also habe ich hier jetzt 20 Luftmaschen angeschlagen, plus 3 extra Luftmaschen natürlich. Und dann mache ich einen Umschlag, steche wieder in die dritte Luftmasche von der Nadel aus ein und ziehe den Faden durch die ersten beiden Schlaufen und dann durch die letzten beiden Schlaufen. Also arbeiten wir wieder mit Stäbchen. Und das machst du jetzt in jede Masche. Am Ende angekommen, machst du eine Luftmasche und häkelst jetzt in jede Masche eine feste Masche. Und zwar stichst du dabei aber nur ins hintere Maschenglied ein. Damit erzeugen wir so ein bisschen mehr Dynamik in diesem Teil. Am Ende angekommen, nimmst du die letzten beiden Maschen zusammen ab. Und falls du die Farbe wechseln möchtest, zeige ich dir hier auch, wie das geht. Bevor du also den Faden durchziehst, nimmst du dir die andere Farbe und ziehst halt die durch, als wäre es der andere Faden. Dann machst du wieder drei Luftmaschen und häkelst wieder in jede Masche ein Stäbchen.
und stichst dabei aber auch nur ins hintere Maschenglied ein. Das machst du jetzt die ganze Zeit. Am Ende angekommen wieder eine Luftmasche, das Stück wenden und in jede Masche eine feste Masche. Am Ende angekommen mache ich wieder eine Abnahme. Du stichst also in die vorletzte Masche ein, holst du den Faden, in die letzte Masche holst du den Faden und da ich einen Farbwechsel vornehme, nehme ich mir natürlich den anderen Faden. Wie gesagt, wenn du da keinen Farbwechsel haben möchtest, dann musst du das natürlich auch nicht machen und ziehe den durch die drei Schlaufen durch. Dann wieder drei Luftmaschen und in jede Masche ein Stäbchen häkeln. Und das machst du jetzt die ganze Zeit so weiter. Du kannst natürlich für dich selber entscheiden, wie kurz die Mitte werden soll. Ich habe insgesamt für die Decke bzw. die Schwanzflosse 26 Runden gehäkelt, immer mit Abnahmen. Und bei der 26. Runde habe ich zum Schluss hin zwei Abnahmen hintereinander weggemacht. Einfach damit die Mitte wirklich sehr, sehr kurz ist. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Und dann machst du wieder drei Luftmaschen und häkelst in jede Masche ein Stäbchen. Und danach machst du die Reihe mit den festen Maschen. Und wenn du das hast, nimmst du am Ende jetzt Maschen zu. Also genauso wie vorher, wie du abgenommen hast, nimmst du jetzt auch zu. Das heißt, du machst jetzt zwei Zunahmen hintereinander weg. Also in die letzten beiden Maschen häkelst du jeweils zwei feste Maschen. Dann machst du wieder drei Luftmaschen und häkelst wieder in jede Masche ein Stäbchen. Und danach wieder die Runde mit den festen Maschen. Und am Ende nimmst du natürlich wieder eine Masche zu. Und das wiederholst du jetzt die ganze Zeit. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Du nimmst einfach dieselbe Anzahl an Maschen wieder zu, wie du vorher abgenommen hast. Also nochmal 26 Runden. Hier siehst du das auch nochmal. Erst habe ich abgenommen und jetzt nehme ich das Ganze wieder zu. Wenn du fertig bist, dann machst du ganz normal dein letztes Stäbchen. Schneidest dann den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Lass einen schönen langen Faden hängen, damit du das Ganze gleich zusammennähen kannst. Jetzt sieht das Ganze ja noch ein bisschen komisch aus. Aber ich möchte es so machen, dass es zusammengerafft dann an die Decke kommt, sodass es eben wirklich aussieht wie eine Flosse. Ich würde mir das Ganze hier feststecken, mache es am besten mit Sicherheitsnadeln. Also Stecknadeln bringen hier leider gar nicht so viel, wie ich es mir erhofft habe. Also am besten machst du das mit einer Sicherheitsnadel. Jetzt muss das Ganze nur noch zusammengenäht werden und du nimmst am besten eine Nadel, die für Wolle geeignet ist. Meine war es definitiv nicht, das sieht man auch, weil ich mich da ganz schön abkämpfen muss. Und ja, du nimmst dir jetzt dafür den Faden von der Schwanzflosse und stichst in das längere Teil ein. Und das machst du bei jeder Masche mehrmals. Vergiss nicht, dass du das Ganze auch zusammenraffen musst, das heißt also mehrere Maschen werden an derselben Stelle zusammengenäht. Wenn du das Ganze vor dir siehst, wirst du, glaube ich, alles verstehen. Und das machst du jetzt natürlich, bis du alles zusammengenäht hast. Und damit ist deine Meerjungfrauendecke auch fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn du aber noch Hilfe brauchst, dann schreib mir das auf jeden Fall. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Und wenn du diese schöne Decke jetzt gewinnen möchtest, dann schreib mir das ebenfalls in die Kommentare. Ich lose den Gewinner nächste Woche dann aus.
Und ja, schau jetzt auf jeden Fall noch bei den anderen Kalendertürchen vorbei. Und das nächste Türchen findest du auf dem Kanal Obacht morgen. Ich werde auch alles nochmal in der Infobox verlinken. Und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann!